Unfälle sind Teil des Lebens. Ob große oder kleine, sie sind ein ständiger Begleiter. Doch wirklich in Erinnerung bleiben uns nur die schlimmsten und die, die am häufigsten vorkommen. Im heutigen Video geht es um ein Fahrzeug, das uns Menschen damals zum ersten Mal ermöglichte, die ganze Welt zu verbinden. Und auch heute noch ist es ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft. Aber auch diese, in manchen Fällen wirklich erstaunlichen Fahrzeuge, bleiben natürlich von Unfällen nicht verschont. Und die häufigsten davon stelle ich dir jetzt vor. Nummer 1. Eisberge. Jedes Mal, wenn man auch nur ein Wort über Schiffsunfälle verliert, kommt man nicht drum herum, an den Zwischenfall der Titanic zu denken. Klar, der Grund für ihren Untergang war ein Eisberg, aber es war bei weitem nicht der einzige Fall. Tatsächlich gibt es eine lange Liste von Schiffen, die eine verhängnisvolle Kollision mit Eisbergen hatten. Besonders interessant ist, dass diese Unfälle heutzutage trotz des technologischen Fortschritts weiterhin auftreten. Viele Schiffe sind nicht nur von einem Zusammenstoß betroffen. Auch riesige herausbrechende Teile eines Eisberges können zu erheblichen Schäden führen. In einigen Fällen treffen sie das Schiff direkt oder fallen ins Wasser und erzeugen starke Wellen. In den meisten Fällen sind es aber die Eisberge, die am harmlosesten scheinen, die den größten Schaden anrichten, da sich ihre wahre Größe erst unter Wasser zeigt. Nummer 2. Schiffsfriedhöfe. Schiffe können über viele Jahrzehnte, natürlich abhängig von ihrer Wartung, hervorragend ihren Zweck erfüllen. Aber wohin mit den Schiffen, wenn sie ausgedient haben? Genauso wie es Flugzeugfriedhöfe gibt, gibt es auch Schiffsfriedhöfe. In einigen Fällen sind diese Friedhöfe so unorganisiert, dass es schon kompliziert ist, nah genug dran zu kommen, geschweige denn das Schiff an die Stelle zu bringen, an der es ausgeschlachtet wird. Normalerweise erreichen diese ausgemusterten Schiffe die Küsten mit einer minimalistischen Crew und in einem sehr schlechten Zustand, weshalb es immer wieder zu schwerwiegenden Unfällen kommt, bei denen zahlreiche Arbeiter verletzt werden. Dazu kommt noch, dass viele von diesen Friedhöfen gezielt an den Küsten von armen Ländern liegen. Die Arbeiter dort sind unausgebildet und werden sehr schlecht bezahlt. Hier wird immer wieder eine bestimmte Methode angewendet. Man lässt das Schiff ohne jegliche Besatzung einfach auf die Küste zuschwimmen und geht davon aus, dass es durch den Zusammenprall mit anderen Schiffen gebremst wird. Man kann sich schon vorstellen, dass es hier zu unzähligen Unfällen kommt, bei denen hauptsächlich unterbezahlte Menschen betroffen sind, die auch nicht auf eine vernünftige ärztliche Behandlung hoffen können. Nummer 3. Stapellauf. Zu sehen, wie so ein riesiges Schiff zu Wasser gelassen wird, ist ein atemberaubendes Ereignis, das man nie wieder vergisst. Es ist ein Prozess, der eine Menge Planung, Geschick und Wissen erfordert. Leider enden diese spektakulären Ereignisse nicht immer so wie geplant. In einigen Fällen spielt die Natur dagegen. Es reicht schon eine plötzliche Windböe und das Schiff ist nicht mehr in der Lage dazu, die richtige Position einzunehmen. Doch auch die kleinsten Fehler bei der Planung sind unverzeihlich und verursachen mehrere Millionen Euro Schaden. Nummer 4. Brücken. Unter einer Brücke hindurchzuschwimmen ist immer wieder eine neue Herausforderung. Hier entstehen die häufigsten Unfälle durch falsche Kalkulationen. Ob es nun darum geht, die Zeit einzuschätzen, in der die Brücke sich öffnet und schließt, oder ob die Höhe der Brücke ausreicht, um ohne Probleme darunter hindurchzuschwimmen. Auf jeden Fall keine einfache Sache, denn der Wasserstand kann einen sehr leicht täuschen und vor allem sich relativ schnell verändern. Obwohl die Geschwindigkeit der Schiffe in seichteren Gewässern stark verringert wird, entstehen aufgrund des hohen Gewichts beim Zusammenstoß dennoch meist große Schäden. Manchmal ist es auch die Natur, die nicht mitspielen will und Schiffe mit starken Winden und Strömungen gegen Brücken oder auch Wände schiebt. Nummer 5. Menschliches Versagen. Unter allen möglichen Ursachen für einen Schiffsunfall ist das menschliche Versagen wohl auf Platz 1. Wir Menschen lassen uns eben ziemlich leicht ablenken, machen Fehleinschätzungen und gehen oft Risiken ein. Schon die geringste Ablenkung kann fatale Folgen haben. Nachforschungen haben herausgestellt, dass 82% der Unfälle, in denen Schiffe involviert waren, durch menschliches Versagen hervorgerufen wurden.
Diese Fehler können sowohl auf hoher See als auch in der Nähe von Häfen zu heftigen Kollisionen führen. Nummer 6. Stürme. Die Macht der Natur und ihre Stürme auf hoher See waren Inspiration für eine Menge guter Filme und Bücher. Die meisten von uns können sich nur dank dieser Werke ein Bild davon machen, wie schrecklich so ein Szenario eigentlich sein kann. Stell dir nur mal vor, du bist an Bord eines riesigen Schiffes und mitten im Ozean. Kein Land, weit und breit. Du und deine Crew seid praktisch auf euch allein gestellt und verlasst euch auf die Gnade der Natur. Seestürme können eine faszinierende Show bieten, aber es ist auch wahr, dass die natürlichen Phänomene am gefährlichsten sind. Viele modernere Schiffe und Boote sind so designt, dass sie hohe Wellen schneiden können, aber das bedeutet nicht, dass sie unbesiegbar wären. Die Natur ist imstande, Wellen entstehen zu lassen, die selbst die größten Schiffe einfach so von der Bildoberfläche verschwinden lassen. Nummer 7. Der Verlust von Gütern. Nicht selten sind Unfälle in Zusammenhang mit Transportschiffen zurückzuführen auf unausreichende Absicherung der Güter. Die Ladung löst sich und rutscht mit ihrem gesamten Gewicht auf eine Seite. Zwei Szenarien können die Folge sein. Entweder die Ladung bricht aus und geht verloren, oder das Schiff kippt und ist nicht mehr zu gebrauchen. Ob durch technische Fehler, menschliche Fehler oder die Natur, jedes Jahr verlieren die großen Frachter tausende von Containern im Meer. Nummer 8. Gesunkene Schiffe. Orientiert man sich an der Statistik, so sinken im Durchschnitt etwa 100 Schiffe im Jahr. Und die Rede ist nicht von kleinen Booten oder ähnliches. Berücksichtigt wurden nur Schiffe mit einem Gewicht von über 500 Tonnen. In der Regel ist die Ursache für diese Unfälle das Wetter. Die Stärke der Natur mit ihren Stürmen ist nun mal in manchen Fällen unüberwindbar. Würde man kleinere Schiffe noch dazu rechnen, wäre man bei einer Zahl von über 1000, die jedes Jahr im Meer zurückbleiben. Auch eine häufige Ursache für das Sinken vieler Schiffe ist die Zerstörung der Unterseite, durch zum Beispiel Felsen, die unter Wasser lauern. Nummer 9. Kollision am Hafen. Zu hohe Geschwindigkeiten sind die Ursache für die meisten Schiffskollisionen, ob aufgrund von mechanischem oder menschlichem Versagen. Ein Schiff braucht eine gewisse Zeit, um langsamer zu werden. Auch die starken Strömungen machen das Manövrieren in manchen Fällen so gut wie unmöglich. Aufgrund all dieser Aspekte kommt es immer wieder dazu, dass Schiffe den Hafen mit gewaltigen Kräften rammen. Solch ein Vorfall lässt in der Nähe sogar schon mal die Erde erbeben. Nummer 10. Kollision mit anderen Schiffen. Wenn man sich die Meere so anschaut, scheint es unmöglich zu sein, dass zwei Schiffe kollidieren. Und doch repräsentiert diese Art des Unfalls laut Statistik die Hälfte aller Schiffsunfälle. In Zeiten, in denen der technologische Fortschritt bereits relativ weit vorangekommen ist, könnte man annehmen, dass die verbauten Radare damit fertig werden sollten. Dennoch kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, bei denen sich sogar riesige Frachter rammen. Laut Experten liegt es in den meisten Fällen daran, dass die Besatzung der Technologie zu sehr vertraut, sodass sie ihre Posten immer wieder unbemannt lassen. Und wenn es dann mal zu einem Systemausfall kommt, entsteht in kürzester Zeit ein katastrophales Szenario. Diese riesigen Frachter sind einfach nur spektakulär. Wer so etwas noch nicht live gesehen hat, sollte es auf jeden Fall mal nachholen. Es ist einfach nur ehrfurchtgebietend. Kaum zu glauben, was wir Menschen bereits alles erschafft haben.
Auch ich hätte vorher nicht gedacht, dass der Zusammenstoß mit anderen Schiffen so häufig vorkommt. Was hältst du von diesem Thema? Hast du vielleicht schon mal dabei zugesehen, wie so ein riesiges Schiff zu Wasser gelassen wurde? Oder warst du vielleicht sogar schon mal bei einem Schiffsunfall dabei? Wenn ja, berichte uns doch mal in den Kommentaren davon. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.